Der Energieerhaltungssatz fordert, dass die Energie der eingestrahlten Photonen gleich der Energie der erzeugten Elektronen plus der Auslandsarbeit plus der Bindungsenergie beträgt. Damit können wir photoelektronenspektroskopische Rechnungen durchführen. Wir beschießen eine Probe mit Röntgenlicht der Energie 1486,6 Elektronenvolt. Durch den Fotoeffekt werden 1s-Elektronen, die eine Bindungsenergie haben von 515,5 eV, aus dem Material herausgeschleudert. Das Material hat eine Auslandsarbeit von 4,2 Elektronenvolt. Wie hoch ist die kinetische Energie und die Geschwindigkeit dieser Photoelektronen? Wir müssen dazu die Photonenergie nehmen und davon die Bindungsenergie und Auslandsarbeitsenergie abziehen und erhalten eine Elektronenenergie von 966,9 Elektronenvolt. Dies entspricht 1,55 mal 10 hoch minus 16 Joule. Wenn wir die Energie gleich in halb mv Quadrat nehmen, entspricht dies einer Geschwindigkeit von 1,8 mal 10 hoch 7 Meter pro Sekunde.